So, willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Portal 2. Ich liebe es ja, ich habe gerade 30 Minuten Terraria aufgenommen und mein Mikro war nicht an. Ihr habt so ein Glück, dass in dem Terraria-Part in den drei Folgen eh nichts passiert wäre. Ich meine damit... Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Oh. Ich hab's kapiert, ich soll die Fresse halten, wenn die reden. Super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Danke. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. So, ja. Und ihr habt Glück, dass in der Terraria von nichts passiert ist. Wirklich nichts. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Na mach. Nein, okay. Dann kling dich mal aus. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also... Trau dich! Okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang mich auf! Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Er lebt noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Flipper lebt noch. Ja. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Wie geil ist das denn? Der Typ, also Flipper ist echt geil geworden. Eine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Schade, ich wollte ihn gerade da runter. Okay. Am besten wir folgen der Schiene, okay. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Tormanio, die sind voll süß. Die Türme, die sind süß. Wieder ein Lade. Also, ja, ihr habt euch hier drum... Ja, meinte ich ja, wenn die reden, soll ich ruhig sein. Also werde ich so gut wie möglich versuchen, dann ruhig zu sein. Auch wenn die sehr viel reden. Ich versuch's trotzdem, nur für euch. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Das kenne ich aus Portal 1. Das ist der Raum. Der Raum. Mit GLaDOS, wo ich sie besiegt habe. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Hallo. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Das GLaDOS. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich, richtig. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Ich war das. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, und das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Hallo. Das war GLaDOS. Wir haben ihn besichtigt. Dann Portal 1 haben wir GLaDOS genommen und, ja, ich hab das ja vorgeschlagen, nehmen wir einfach GLaDOS und schieben ihn woanders hin und das hat auch funktioniert. La 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 la. Okay, die Treppe runter. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Okay. Ich werde immer noch festgehalten, das ist super. Du hast kräftig zugepackt, uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ich bin gut, was? Kommen jetzt auch Zombies und so? Ah, entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Was? Ah, schon wieder runtergesehen. Der ist so geil. Flipper, du hast Humor. Das hier ist der zentrale Kontrollraum.
Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Okay. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Da. Viel Spaß da drin. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Gut gemacht. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht... Ich sehe da nirgends Kapsel. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, okay, ganz ruhig, alles paletti. Es sah aus, wie es erfischt sein. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Du machst dann alle Schalter an, du Trottel. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem, wollen mal sehen. Mach schneller. Bitte. Okay, was ist jetzt los? Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. B. Abgeschlossen. Na schön, neuer Platz. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Okay, ich bin im Baum. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Gut. Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. So geil. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Das Flipper. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. So. GLaDOS lebt wieder. Dank unserem kleinen Freund, der zu doof war und einfach mal alle Schalter aktiviert hat. Was ich nicht machen durfte, was ich ziemlich fies fand. Ich hätte auch gerne alle Schalter gedrückt. Das wäre lustig gewesen. Die guten alten Zeiten. Schalter drücken. Nix machen, nein, Spaß. Wir fahren einfach mal ins Rohr hier runter. Zumindest knallen wir nicht irgendwo gegen. Das ist Lack hier. Er muss das überhaupt überleben. Allein der Fall müsste mich, glaube ich, umbringen, oder? Ich bin nicht sicher. Ich bin ja nur ein Mensch und knall doch hier auf mit voller Wucht. Die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Sie nimmt mir das, glaube ich, echt übel. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Ich gehe einfach mal den Weg entlang. Da ist sie. Da. Warte. Da. Danke. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Ja, ich würde mal sagen, geht das? Nee. Doch. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Oh, es tut mir aber leid. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Ach, du doch nicht, ne? Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit. Rache ist was ganz Böses. Wir haben so viel zu tun. Ist nur was für Verlierer, Rache, also. In etwa. Du bist ja kein Verlierer, ne? Statistiken nicht vor. Muss ich da hoch? Nee, ne? Muss ich überhaupt rüber? Ich gehe mal wieder zurück.
Ich muss hier gerade aus. Das sieht lustig aus, wie sie langsam wieder alles zusammenbaut. 19. Ich räume das für dich weg. Mach das mal. Was für ein Saustall. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Oh, das finde ich aber schön von dir. Bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Das wäre schön. So, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Let's Play Portal 2. Ich darf ja nicht so laut reden wegen GLaDOS, die labert ja die ganze Zeit. Ich darf da ja nicht zwischenreden. Das wäre ja voll fies und dann wird wieder gemeckert. Und von daher sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt.